Sag Hallo zu SpongeBob am Boden. Hey, was machst du da? Warum ist dieses kleine Mädchen hier? Kein Problem, ich will mitmachen. Ja, runter, runter. Geh die Fische füttern. Wow, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Hast du das gehört? Ich gebe diesem Wasserpark 3 von 5 Sternen. Wissen die Klimaaktivisten davon? Hey! Und es wird geredet. Komm, wir gehen. Megan, lass uns raus. Bist du mit deinem Make-up fertig? Ja, danke. Es ist so gemütlich hier drin. Oh, ich werde mit dir gehen. Okay, du bist frei. Hab einen schönen Tag, Megan. Danke. Tschüss. Hey, und wo willst du hin? Du musst hinter den Gittern bleiben. Aber warum? Das sind die Regeln. Der Schönheitsknast ist ein Paradies für Meerjungfrauen und eine Strafe für Streber. Aktiviere das Hauptschloss. Du kannst nicht entkommen. Och, was für ein Tag. Warum habe ich nur so viel Pech? Wow, was ist das denn? Nun, da ich im Gefängnis bin, wird es Zeit, dass ich mir ein Tattoo stechen lasse. Ich hoffe, es ist nur vorübergehend, so wie mein Aufenthalt hier. Jetzt lass uns die Maschine benutzen. Es hat geklappt. Ich bin jetzt 100-mal schöner. Aber ich bin immer noch keine Meerjungfrau. Rätsel. Eine tolle Art, sich die Zeit zu vertreiben. Aber wo ist dieses Teil? Ich habe es gefunden. Das habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein Piratenschatz. Klopf, klopf, ist jemand zu Hause? Wow, ich habe einen Schatz gefunden. Ja, wo ist das Gold? Es gibt nur Beauty-Gadgets. Für dich ist das Gold. Das ist der Schlüssel zur Freiheit. Danke, Sebastian. Was hast du denn da? Lass mal sehen. Ich hab's. Es ist ein Plan, wie man eine Meerjungfrau wird. Genau. Ich weiß, wo ich anfangen muss. Sie ist schlau. Es ist Zeit, dass sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Wo ist Megan? Ist jemandem der Akku ausgegangen? Wo habe ich aufgehört? Zuerst werde ich die Akne los. Meerjungfrauen haben immer eine feuchte Haut. Sebastian, ich glaube, es klappt. Jetzt lass uns die Streberhaftigkeit abwaschen. Was? Die Anzeige hat nicht gelogen. 99% der Akne ist weg. Ich kann es im manuellen Modus erledigen. Ah, du hast mich erschreckt. Du kannst sie abdecken. Genau, da muss etwas in der Kiste sein. Du hattest recht, Sebastian. Ich liebe Body Art. Hoffentlich funktioniert es. Geschafft. Zeit für einen Test. Wir haben es geschafft. Cool. So eine Schönheit. Ich kann sie nicht mal aussprechen wegen diesem Eisenzeug. Raus hier. Ah, Hilfe. Was ist also mein nächster Schritt? Aha, Megan lädt immer noch auf. Das ist meine Chance. Ich darf sie nicht verpassen. Ich glaube, ich werde das System hacken. Ups, sieht so aus, als ob der Server ausgefallen ist. Ich muss alles reparieren, bevor Megan aufwacht. Hey Leute, könnt ihr mir helfen? Wo sind die Schlossteile? Bitte schreibt es in die Kommentare, sonst lässt mich Megan nie wieder raus. Ich zähle wirklich auf euch. Vielen Dank. Ups. Was? Du hast meinen Traum ruiniert. Okay. Essenszeit. Megan? Hoffentlich merkt sie es nicht. Dein Essen. Guten Appetit. Die Balken lassen es mich nicht nehmen. Ja, Spinnerin. Oh, die fallen ja auseinander. Aber ich habe eine Idee. Ein Seetang- und Grünkohl-Smoothie. Den kann ich wenigstens auf Instagram posten. Ich glaube, das reicht jetzt. Fang an. Der Mixer hat beschlossen, mir ein Rodeo zu verpassen. Erledigt. Ich habe eine geniale Idee. Natürliche Pflaster. Gieße den Saft in die Form. Lasst sie uns mit eiskaltem Atem abkühlen. Hm, so erfrischend. Ich bin unter Null. Jetzt wollen wir sie testen. Sie sind so schön. Oh, es ist Zeit, sie auszuziehen. Was für eine Erleichterung. Wow, ich bin umwerfend. Sebastian, gefällt dir mein Makeover? Ein toller Geschmack. Du siehst perfekt aus. Das ist dir doch völlig egal. Hat sich etwas verändert? Okay, lass mich in Ruhe. Ich habe meine neue Tasche geliefert bekommen. Ich kann es kaum erwarten, es zu öffnen. Schade, dass ich keine Schere habe. Wahnsinn. Genau wie in der Werbung. Gibt es noch etwas anderes? Wow, der zweite Schatz des Tages. Vielleicht ist es eine Perle. Hey, hilf mir, hier rauszukommen. Vielleicht muss ich es spülen? Das werden wir jetzt herausfinden. Splash!
Oh, sieht aus, als ob es offen ist. Wow, eine Meerjungfrau war hier. So viel Wasser. Sieht aus, als gäbe es noch etwas anderes. Wow, eine coole Haarbürste. Wie eine echte Meerjungfrau. Ich will es versuchen. Wow, Sebastian, gefällt dir meine Frisur? Oh Mann, ich glaube, das Diadem wird dir gut stehen. Glaubst du das wirklich? Danke, du bist der Beste. Warum brauchst du das? Was meinst du? Oh, singen! Oh, 1-0-1-1! 1-0-1-1? Code aktiviert. Schalte in den Standby-Modus. Was? Das ist der Schlüssel zu meiner Zelle. Ich muss ihn holen. Ich muss mich dehnen. Meine Spaghetti-Hände kommen überall hin. Ja, mein Mädchen. Zeig es ihnen. Danke für die Unterstützung. Komm schon. Ich habe es fast geschafft. Nur noch ein bisschen mehr. Ich bin fast da. Hab dich. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe. Und Mommy hat mich abgelenkt. Aber jetzt laufe ich weg. Ich werde keinen Schlüssel mehr brauchen. Nein! Hilfe! Irgendjemand! Puff, puff! Sebastian? Wie bist du hier reingekommen? Komm zu mir. Du hast meinen Baldachin ruiniert. Nächstes Mal mache ich dich zu Stöcken. Ich habe versucht, es zu reparieren. Hm, das ist eine gute Idee. Das kann wirklich interessant sein. Entfernen wir zuerst, was wir nicht brauchen. Jetzt fügen wir ein paar Dekorationen hinzu. Toll, lass sie uns festbinden. Genau das, was ich brauche. Was lieben Meerjungfrauen noch? Perlen und Muscheln. Wow, sieht toll aus. Trumtrick. Dieses Top steht mir wirklich gut. Die Armbänder, damit ich nicht den zukünftigen Fans ertrinke. Ich bin so eine Schönheit. Megan, sag mal, bin ich nicht eine Meerjungfrau? Lass uns das Identikit vergleichen. Hm. Auf keinen Fall. Warte, lass mich los. Sebastian, was ist das? Ohne Schwanz lassen sie dich nicht raus. Verstanden? Toll, dann weiß ich, was ich tun muss. Ich habe etwas in der Truhe gesehen. Und hier ist mein Schwanz. Jede Meerjungfrau kennt H2O. Einfach Wasser hinzufügen. Es hat funktioniert. Jetzt werde ich definitiv frei sein. Sieh mal, ich kann gleichzeitig in die Hände und in den Schwanz klatschen. Toll. Hast du meinen Schwanz gesehen? Toll. Lass ihn uns in Aktion sehen. Ich bin bereit. Dann halt die Luft an. Voller Tauchgang. Wow, fang eine Welle, Sebastian. Ich hab's. Es ist wie in der Schwerelosigkeit. Fang dich. Schwimm nicht zu weit. Haben wir eine Überschwemmung? Der Abfluss muss wieder verstopft sein. Ah, ich fliege. Gern geschehen. Hey, was war das? Sebastian, das ist alles nur wegen dir. Oh nein, mein Herz. Hilfe. Was ist das für ein Geräusch? Ich schaue mal nach. Sie ist darauf reingefallen. Oh, ich fühle mich schlecht. Lass es uns herausfinden. Sie hat keine Ahnung. Oh, ich fühle mich so furchtbar. Okay, ich werde dir helfen. Mal sehen, was ich habe. Das hilft nicht. Aha, mein schauspielerisches Talent hat mich gerettet. Psst. Sie wird mich nie einholen. Ich habe es gefunden. Die beste Medizin. Nein, bitte. Ich bin gesund. Ich bin hier sicher. Vergiss nicht, ich habe ein Heilmittel für jede Krankheit. Meerjungfrauen haben Schuppen und ich habe ein Diplom in Schminkkunst. Nicht die beste Maske für einen Raubüberfall, aber eine tolle Schablone. Das ist besser. Nicht jede Meerjungfrau kann das Gleiche tun. Sebastian, du siehst fantastisch aus. Danke, mal sehen, was noch übrig ist. Das Make-up ist fertig. Kiemen, genau das brauche ich. Aber woher bekomme ich sie? Ich habe eine Idee. Ich hoffe, heute ist mein Glückstag. Ich werde es riskieren. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert. Komm schon. Wow, der Jackpot. Und hier ist der Gewinn. Wie viel ist das in Dollar? Das muss ein Vermögen sein. Aber ich würde sie gegen nichts eintauschen. Ohne sie komme ich nicht raus. So, ja. Jetzt die Konturen. Super. Färbe es in Meerestönen. Meine Kiemen werden ein besonderes Design haben. Was denkst du? Und jetzt mein Favorit. Accessoires. Nur Prinzessinnen haben die gleichen.
Tum Tick. Und meine Kiemen sind bereit. Also, wer ist jetzt der Streber? Ich kenne Sebastian. Ich erkenne mich auch nicht wieder. Bitte nicht. Ah, hey. Nicht spritzen. Ich bin nur ein Hausmeister. Kinder sind so gemein. Wo bin ich? Oh. Hey. Tschüss. Lass mich raus. Es gibt hier eine Regel. Nur mehr Jungfrauen dürfen gehen. Sorry. Okay, ich glaube, ich schaffe das. Ich hoffe, der Schwanz macht mich nicht dick. Einem solchen Mann stehen alle Türen offen. Megan! Sieht aus, als wäre ein Wassermann hier. Ich muss ihn rauslassen. Machst du auf? Natürlich, komm raus. Danke, ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Ich auch nicht. Warte mal, was ist mit mir? Er hat nur einen Schwanz. Und ich habe alles. Er ist einfach ein Verrückter. Lass mich raus. Ich flehe dich an. Ich brauche die Nägel. Das ist das Letzte. Aber es gibt keinen Schönheitssalon. Wow, Sebastian, was ist das? Ein Stempelaufkleber? Ich glaube, das wird funktionieren. Vielen Dank. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Wow, hast du es gesehen? Natürlich, ich habe es ausgewählt. Du bist der Beste. Ich kann es nicht glauben. Bin ich es wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass der Knast mich so sehr verändern würde. Jetzt bin ich eine echte Meerjungfrau. Ich habe alle Punkte erfüllt. Jetzt ist es soweit. Megan, kannst du vorbeikommen? Was willst du? Erinnerst du dich an die Hauptregel? Sieht so aus, als wäre es Zeit für die Meerjungfrau frei zu sein. Oder hältst du mich nicht für eine echte Meerjungfrau? Okay, du kannst gehen. Warte, er geht nirgendwo hin. Oh bitte, schau, er hat auch einen Schwanz. Ich werde vor Scham verbrennen. Ich liebe Meereseinhörner und Muscheln. Und er ist eine Meerjungfrau? Programm gescheitert. Neustart, Neustart. Meg, was ist hier los? Das ist komisch. Krabbenstreber-Seejungfrau geöffnet. Na, jetzt wird mich keiner mehr die Toilette runterspülen. Wow, sie ist so schön. Unglaublich. Oh Mist. Und wer bist du? Wer bist du? Das ist verdorbener Fisch. Redest du mit mir? Ich spüle dich. Chumchik. Nein. Wow, du bist so cool. Neustadt abgeschlossen. Was für ein Tag. Ich wurde hierher geschickt, um dir mitzuteilen, dass sich die Regeln geändert haben. Was soll das heißen? Gib es zurück. Keine Widerrede gegenüber von Officer Wednesday. Okay, das reicht. Mach dich bereit zu verlieren. Was ist das? Sieht aus wie ein Minitunnel und der ist bestimmt für Kakerlaken. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Einer von uns muss die Kakerlake zum Gegner pusten. Bist du bereit, Wednesday-Käfer zu essen? Verschluck dich nicht, Megan. Nein, 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 nein. Ich habe etwas zwischen den Zähnen stecken. Okay, jetzt bin ich dran. Wow. Jetzt ist es unentschieden. Aber die Kakerlake ist wirklich lecker. Mal sehen, was in der nächsten Runde passiert. Los. Okay. Und was bekomme ich? Oh, wie schön. Du wirst noch schöner sein, wenn du satt bist. Hm. Genau wie ich gesagt habe. Ich glaube, es ist genug Cola da, um die ganze Pyramide zu füllen. Lass mich helfen. Du könntest es aus Versehen ruinieren. Schlechter als du kann ich nicht sein. Okay, ich bin der Erste. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich kann sie nicht gewinnen lassen. Hoffe nicht einmal auf den Sieg. Dann Prost auf deinen Verlust. Hm. Ist das lecker. Ich kann nicht mehr trinken. Was ist? Gibst du schon auf? Hm. Ich habe diese Röhre gerade noch rechtzeitig eingebaut. Na und? Noch ein Glas? Sie hat keine Ahnung, was hier los ist. Wie macht sie das? 7, 8, noch ein paar Gläser. Oh, das letzte nehme ich auch noch. Diese Runde gehört mir. Ich glaube, ich weiß, was diese Herausforderung ist. Wir brauchen dieses Oreo, um an den Belag zu kommen. Ist das eine Art Oreo-Curling-Spiel? Beobachte und lerne. Mal sehen, was ich treffe. Eine scharfe Soße? Es könnte schlimmer sein. Glaubst du, ich würde sie nicht essen? Einfach. Aber ich hatte irgendwie auf eine Kakerlake gehofft. Mh, lecker. Du bist dran.
Ich war schon längst verbrannt. Also ich bin einfach nicht so schwach. Es ist zu heiß. Okay, ich bin dran. Was ist da? Habe ich überhaupt etwas getroffen? Was? Mayo? Einen Michelin-Stern würde es sicher nicht bekommen, aber die Textur, Was für ein komischer Kauz. Ich bin dran. Sieht so aus, als hätte ich ein Topping getroffen. Was ist das für ein Geruch? Ist es sauer? Nein, ich passe. Sieht aus, als hätte ich wieder gewonnen. Was ist das? Okay, Wednesday, du bist aus dem Wettbewerb. Und hier kommt meine Lieblings-Barbie. Lass uns loslegen. Du denkst, du bist cool? Du bist nur eine Kopie von mir. Ich bin in jeder Hinsicht besser als du. Das werden wir ja sehen. Oh, erfrischend. Nasses Hühnchen. Hier kommt das Konfetti für die Gewinnerin. Jetzt wird nicht gefeiert, Megan. Was? Das soll wohl ein Witz sein. Warte, ich glaube, unser Besitzer ist zurück. Barbie, wo kommen all die Federn her? Geh zurück. Das war Megan. Dir muss sehr langweilig sein. Lass uns eine Herausforderung machen. Ich werde es dir ein für alle Mal beweisen. Ich bin die Beste. Ich hoffe, es fällt etwas Süßes heraus. Juhu! Komm zu Mami. Du wirst das wahre Juwel meines Sieges sein. Das ist es. Mein Stoffwechsel ist auch besser. Ich habe keinen. Mal sehen, was das Rad für mich hat. Das ist nicht fair. Aber das ist okay. Ich habe schon mehr als das geschafft. Nun ein weiteres tolles Rezept. Guten Appetit. Hast du es gegessen, Barbie? Ich werde auf jeden Fall alles aufessen. Mir wird schlecht. Gehen wir in die nächste Runde. Eine neue Geschmacksrichtung? Kiwi mit Sahne ist das Beste. Wenn alle Wettbewerbe Kuchen-Ess-Wettbewerbe sind, hast du keine Chance. Wage es nicht, an mir zu zweifeln. Ich bin zu allem bereit. Ist das eine Erdbeere? Was für ein Tag ist heute? Senf ist Senf. Lecker. Und so gesund. Los geht's. Es ist heiß hier drin. Du bist verrückt. Du wirst verbrennen. Du bist ja nur neidisch. Was kann ich mir noch ausdenken? Ich weiß es. Es gibt nie genug Schlagsahne. So süß. Jetzt wollen wir mal sehen, wer von euch beiden die schnellste ist. Du hast nicht die geringste Chance. Oh nein, das ist gruselig. Was? Lach, solange du noch kannst. Mal sehen, ob du später lachst. Antrag auf Verbindung. Erfolg. Lass es uns wiederholen. Okay, was ist denn hier los? Hey, ich schiebe es. Nicht schlecht, was? Du hast das eingefädelt. Ich werde mich beschweren. Nur zu, nach der nächsten Runde. Ja, die ganze Sache könnte einen Drink vertragen. Wo ist meine Dose? Wahnsinn. Ich hoffe, ich habe Glück. Bitte sehr. Ich danke dir. Ich suche mir selbst eins aus. Ist das erlaubt? Ich darf nicht zurückbleiben. Das wird lustig werden. Wo fängst du an? Ich habe es gefunden. Ich muss vor Megan da sein. Ein Schluck der Freude. Wie viele Liter sind es denn noch? Puh, ist sie schon fast fertig? Komm schon, Barbie. Das war super. Roboter für die Umwelt. Zusammen mit der Dose? Der Prozess ist fast abgeschlossen. Trum, trum, trick. Und ein Bild zur Feier des Sieges. Gewinnen sollte geschmackvoll sein. Was ist das? Verstehst du, was hier los ist? Wer ist ein guter Hamster? Das ist mein kleiner Hammy. Und meine Hände sind voller Öl. Sieh mal, Megan, ein Ungeheuer. Es wird uns auffressen. Es ist so unheimlich. Ich kümmere mich um ihn. Ich muss nur erstmal schneller werden. Jetzt reicht's aber.
Wasch dir das Gesicht, bald wird es über meinem Kamin hängen. Auf keinen Fall. Nimm es. Wir werden ihn nur ablenken. Wir werden Angry Birds spielen. Fertig. Zielen. Schießen. Nimm das, Nagetier. Keiner will dich hier haben. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Oh, ich vergaß. Wir sind bei einer Herausforderung. Los geht's. Diesmal kein Kuchen. Wenn etwas gegessen werden muss, hat Barbie keine Chance. Ich frage mich, was wir malen werden. Wahnsinn, es ist Pikachu. Ich werde ihn zuerst malen. Schauen wir mal, ob eine Maschine ein Meisterwerk schaffen kann. Was ist mit Barbie? Du bist keine Gegnerin für mich. Du zeichnest wie eine Zweitklässlerin. Du bist also so ein Picasso? Zeit für Plan B. Schalte den Drucker ein. Bild hochladen. Fertig. Nur noch ein paar letzte Handgriffe. Ich habe den Toner total vergessen. Ich bin fertig. Ich kann mich nicht übertreffen. Mein Pikachu ist besser. Du hast doch keine Ahnung von Kunst. Leute, kommentiert unten, wer ein besseres Pikachu hat. Du weißt, dass ich es habe. Okay, was kommt als nächstes? Ich bin bereit für jede Herausforderung. Wow, seht euch diese Pyramide an. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin selbst zu 80% aus Gummi. Habe ich gefragt? Siehst du nicht, dass ich versuche, hier zu gewinnen? Steig ein. Bist du sicher, dass es das ist? Mal sehen, ob du jetzt einen Luftballon aufblasen kannst. Kannst du es wie ich machen? Fordere mein Glück nicht heraus. Mein Ballon wird größer sein als die Erde. Hast du vor, ihn ins Weltall zu bringen? Wo ist Hermie? Barbie, wo gehst du hin? Woher hast du den Ballon? Geh zurück nach Hause zu Megan. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr runter. Puh. Sie funktionieren wieder nicht. Man hätte sie schon lange wegwerfen sollen. Hey, Robo-Bro. Was sagst du dazu? Eine Tanz-Challenge? Warum warten? Mein Tanz ist so schön, wie du furchtbar bist. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Megan ist aus Plastik. Ich bin fantastisch. Soll ich einen Krankenwagen rufen oder tanzt du? Es ist zu laut. Meine Trommelfelle werden platzen. Kannst du sie ausmachen? Ich habe eine bessere Idee. Hast du etwa die ganze Zeit gekaut? Du rechts, ich links. Die Party ist vorbei. Das ist für dich. Oh, da sind ja meine Kopfhörer. Ich dachte schon, ich finde sie nicht. Hey, warum hörst du denn nichts? Das ist doch ein Scherz. Puppen, habt ihr das gemacht? Schmeißt nicht mit Sachen rum. Lasst uns eine neue Herausforderung machen. Oh, ich kenne dieses Spiel. Ich zeige dir, wie es geht. Was sind die Preise? Nun, ich habe eine Menge davon. Ein iPhone. Genau das, was ich brauche. Megan, sieh zu, wie ich gewinne. Ich werde mich zuerst strecken und... Dummes Mädchen hat es nicht mal zu Ende gelesen. Ja. Hey, wo ist das iPhone? Siehst du nicht, dass das nur eine Schachtel ist? Oh, warum habe ich nur so viel Pech? Weil du höher zielen musst. Das sind genug Süßigkeiten und Kopfhörer für heute. Und es ist gar nicht so einfach. Du hast es fast geschafft. Nur noch ein kleines Stückchen. Ich hab's geschafft. Juhu, das ist schon wieder falsch. Megan, es gibt kein Gewinnen. Es ist immer noch mein Fuß. Du bist so unausstehlich. Es sollte eigentlich meiner sein. Ich glaube, wir sind für eine weitere Runde dran. So gut. Wir nehmen die Herausforderung an. Ich bin bereit, sogar meinen Schuh aus diesem Brunnen zu essen. Das ist auch gut. Was ist los, Baby? Es ist Zeit zu schwimmen. Willst du es versuchen? Ich wollte auch ein Kind. Vielleicht habe ich ja Glück. Müll? Das gibt's doch nicht. Das hat schon jemand gegessen. Ist das ein Second-Hand-Laden? Okay, ich glaube, Schokolade wird den Gestank vertreiben. Tu nicht so, als würdest du sie zum ersten Mal essen. Oh nein, was ist passiert? Ich habe einen Schwanz wie ein Fisch. Wenn du nur auch wie ein Fisch reden würdest. Das ist nicht lustig.
Schieb weiter. Hey, was ist das? Ist es leer? Alles klar, Kinder. Jetzt lasst uns Basketball spielen. Ein Punkt. Ich glaube, ich weiß, wie man spielt. Gebt ihn mir. Ich bin heute der Fänger. Hey, nimm dich nicht so ernst. Ich hab ihn. Lass es uns nochmal machen. Bist du eifersüchtig? Große Sache. Megan, ein riesiger Bär fliegt auf dich zu. Er fällt genau auf dich drauf. Welcher Bär? Ich hab's. Oh, gerade noch rechtzeitig. Wie konnte ich das nur verpassen? Jetzt bin ich an der Reihe, die Preise einzusammeln. Und ich glaube, der Hauptpreis ist auch meiner. Wow, diese Muffins sind so süß. Hey, ich habe mir die Hände gewaschen. Stimmt, es ist ein Paarwettbewerb. Ich muss Megan holen. Okay. Runter von mir, du Plüschberg. Lass mich dir helfen. Ich danke dir. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Preise sind definitiv in dieser Truhe versteckt. Aber wie kann ich sie öffnen? Vielleicht ist der Schlüssel in einem der Muffins. Dann ist meiner ein größerer. Der hier ist schön. Schauen wir mal, ob da Schlüssel drin sind. In meinem sind nur Aprikosen drin. Analyseergebnis? Sehr lecker. Zwei Hände. Doppelte Geschwindigkeit. Lecker. Hast du den Schlüssel gefunden? Noch nicht. Guck nicht so. Ich bin sicher, er ist da. Warte. Was? Schon wieder Essen aus dem Müll? Megan, schau. Das ist lustig. Lass mich das mal probieren. Lecker. Wahnsinn. Der letzte ist übrig. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Das ist der Schlüssel. Juhu! Du hast es geschafft, Barbie. Juhu! Komm schon, lass uns die Preise öffnen. Ich bin sicher, da ist etwas sehr Wertvolles drin. Das muss Gold sein. Und was ist es? Ist das ein Irrtum? Megan hat einen Muffin mit Würmern drin. Ekelhaft! Sieh dir das an! Oh, ein Nachschlag. Auch knusprig. Ich frage mich, wer gewonnen hat. Ich wette, das war ich. Unsere Besitzerin scheint im Moment keine Zeit für uns zu haben. Los, komm. Geh links um sie herum. Ich glaube, das ist meine Chance. Ich habe genug. Was ist? Wer schließt das Puppenhaus überhaupt ab? Wo ist der Schlüssel? Da ist er doch. Mein Ticket in die Freiheit. Wo willst du denn hin? Das ist ein Geheimnis. In Ordnung, Besitzerin. Vermiss mich nicht zu sehr. Wessen Gehirne sind das also? Wahrscheinlich von Wednesday, das würde einiges erklären. Mal sehen, was hier noch drin ist. Ich kann nicht herausfinden, was in diesem Glas ist. Es sieht ziemlich frisch aus, aber es riecht nicht danach. Diese Familie ist eindeutig besessen von Konserven. Die einzige lebende Pflanze im Haus. Ich liebe Gäste. Bist du aus Gummi? Das sind Polymere. Und was ist das für ein Geräusch? Blume, ich konnte keine Knochen für dich finden. Oh, hallo. So einen Freund könnte ich gut gebrauchen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Hey, fass mich nicht an. Widerstand ist zwecklos. Ich kann nicht ohne deine helfende Hand auskommen. Deine Hand ist also weg? Und jetzt wird auch noch dein Gesicht weg sein. Du hast das alles falsch verstanden. Du wirst wissen, wie du Thing angreifen kannst. Autsch, das ist kein guter Einstieg. Ich brauche keine neue Hand, wenn ich die alte zurückbekomme. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und jetzt ist es an der Zeit, sich zu revanchieren. Wenn diese Hand jemanden erwürgen will, dann bin das nicht ich. Ich frage mich, was Wednesday jetzt macht. Mal sehen, wie sie jetzt mit mir umgehen. Sieht aus, als hätte sie wieder etwas vor. Ich kann von hier aus nicht gut sehen. Ich schalte die Spionagefunktion ein. Die Büsche sind für mich kein Hindernis mehr. Oh, ich bin dabei, alle Geheimnisse von Wednesday zu erfahren. Ich muss näher heran. Ups, spielt Paxley wieder mit dem Essen? Was, ist das ein echtes Auge? Und ich weiß sogar, wem es gehört. Ist diese Puppe mir gefolgt? Wahrscheinlich hat er sie verschreckt. Und das Auge? Daraus kann man nicht einmal eine Suppe machen. Es ist Zeit zu gehen. Schön, dass du wieder da bist. Ich sollte besser auf meine Ersatzteile in diesem Haus aufpassen. Oh Mann, das neue Spielzeug kann dich nicht ewig beschützen. Mal sehen, was wir tun können. Kleine Hörner wie die einer Ziege. Perfekt. Das ist das einfachste Rezept aller Zeiten. Ich brauche ein paar Finger und einen Augapfel. Ich hätte das Auge doch behalten sollen.
Und kein Haarschnitt kann diese Hörner verbergen. Erledigt. Hauptsache, man verschüttet es nicht. Ich frage mich, was dann passieren wird. Ich will es sehen. Mach dich bereit, Bruder. Glaub nicht, dass du in einem Märchen bist. Ja, ich würde dir raten, das auch zu tun. Ah, ich bin jetzt wie Maleficent von AliExpress. Das ist die beste Art, es zu sagen. Oh, diese Puppe. Das wird sie mir büßen. Die Blumen riechen nicht mehr. Was ist das? Mittagessen? Vielleicht brauchen wir wirklich einen Snack. Die haben nichts als Spinnen im Kühlschrank. Und keine einzige Fliege. Wie haben sie überlebt? Ich spreche nicht von der Familie. Was soll ich denn jetzt machen? Hey, willst du es nicht noch einmal versuchen? Eine Bestie zum Schlachten. Wenn du nicht mitkommst, verfüttere ich dich an die Spinnen. Wenn du nicht aufhörst zu zappeln, werde ich dich fesseln. Das ist es, was ich meine. Wir fügen Gemüse hinzu, damit du im Ofen nicht einsam bist. Und Köpfchen. Übrigens, was habe ich über Finger gesagt? Das ist für den Nachtisch. Wie viele Michelin-Sterne wird dieses Gericht bekommen? Es riecht so komisch, dass ich Angst habe, dass sie es mir wegnehmen. Salz, haben wir das auch nicht mehr? Mach es einfach weg. Schumpschick. Thing? Wer hat dir das angetan? Keine Bewegung, sonst binde ich dich los. Was für ein Knoten. Sie ist hier, Mr. Adams. Wednesday. Sie wollte Thing essen. Warte, das ist nicht wahr. Wie kommst du denn auf so etwas? Es gibt einen Kühlschrank voller Spinnen im Haus. Oh, so viele Knoten. Aber das bin nicht ich. Ich liebe Thing. Das war Megan. Das werde ich in meinem Haus nicht dulden. Du hast Hausarrest. Na gut, wir werden mit ihnen verhandeln. Puppe. Oh, ich freue mich schon darauf. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.